Die neue Woche startet, wie könnte es auch anders sein, mit neuen Schlagzeilen zum Handelskrieg. Der Phase-1-Deal ist nahe, so heißt es jetzt, aber erstaunlicherweise nicht von Seiten der USA, die ja in den letzten Wochen, Monaten immer wieder behauptet hatten, ja, der Deal ist ganz nahe, Deal ist ganz nahe. Seitdem herrscht so ein bisschen Schweigen von US-Seite und jetzt sind es auffälligerweise die Chinesen, die sagen, der Deal ist sehr nahe. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was jetzt in dieser verkürzten Woche, zumindest was den US-Handel betrifft, zu erwarten ist. Wir haben ja Freitag Donnerstag Thanksgiving, am Freitag dann so einen halben Schwurbeltag im Handel. Da passierte nicht allzu viel. Normalerweise diese Thanksgiving-Woche relativ positiv, durchschnittlich sehr positiv in der Vergangenheit, weil man so im Konsumrausch ist. Da denkt man sich, dann kann man eben auch Aktien kaufen, wenn man sowieso derzeit alles kauft. Also von der Seite her gibt es Rückenwind. Rückenwind gibt es auch von der Nachrichtenseite in Sachen Phase 1-Deal. Schauen wir uns mal die Dinge an, vielleicht chronologisch, wie sie jetzt reingekommen sind. Wir sehen hier, was die Stimmung so ein bisschen hebt, schon in den Handel rein, im asiatischen Handel von Sonntag auf Montag gleich am Mitternacht oder um Mitternacht, Sonntag Mitternacht deutscher Zeit, war dieser Bericht, dass China die Strafen erhöht für diejenigen, die Rechte geistigen Eigentums verletzen. Da hat man sich gesagt, super, das ist doch schon ein Zeichen Chinas an die USA. China selbst hat das aber in Gestalt der Global Times dann dementiert und gesagt, nee, ist nicht so, wir wollen einfach nur Dinge tun, die sowieso notwendig sind. Das hat mit den USA nichts zu tun, also das Dementi. Wir haben dann auch teilweise wieder ziemlich herbe Attacken in der chinesischen Presse am Wochenende auf die USA. Hier zum Beispiel Vietnam, da gibt es so eine Energiepartnerschaft zwischen den USA und Vietnam. Und da sieht man, dass die Dinge eben von den Chinesen so gedeutet werden, hier ist die richtige Grafik, dass praktisch die USA Vietnam manipulieren, damit sozusagen die wiederum sich gegen China wenden etc. etc. Aber es ist dann hier ein Bericht, der jetzt nochmal für neuen Schub sorgt, nämlich der Bericht in der Global Times, ein Tweet genauer gesagt, nicht einmal ein Bericht, der sagt, ja, die Berichte über Schwierigkeiten in Sachen Phase 1-Deal, vielleicht auch Phase 2-Deal, die sind übertrieben, die stimmen nicht. Wir sind nahe an einem Phase 1-Deal, denn vorher, da hat es diesen Bericht gegeben von Insidern, die gesagt haben, nee, also Phase 1-Deal vielleicht, aber Phase 2-Deal wird so schnell nicht kommen. Man wird vielleicht die ganz einfachen Dinge erstmal abhaken in diesem Phase 1-Deal. Aber es wird dann nicht so sein, dass dann sofort was nachgeschoben werden kann, denn China wartet schlichtweg auf den Ausgang der Wahlen im Jahr 2020. Also jetzt im November 2020, ziemlich genau in einem Jahr sind ja die Wahlen in den USA und da denkt sich China, naja, da gucken wir mal, so zumindest die Insider hier wörtlich, it's Trump who wants to sign these deals, not us, we can wait, sagt Peking. Wir können warten und man hat schon das Gefühl, dass die Chinesen seit längerer Zeit eigentlich auf Zeit spielen, immer so ein Möhrchen hinhalten, den Amerikanern aber nicht so wirklich Zug in die ganze Geschichte kriegen. So zumindest ist der Eindruck. Dann Attacken auch am Wochenende vom chinesischen Außenminister Wang Yi, der gesagt hat, ja, die Amerikaner, die sind der Aggressor schlechthin. Wären die nicht, dann wäre eigentlich alles schick, aber jedes Mal zündeln sie überall, sind sie sozusagen als destruktive Kraft, als destruktive Macht am Start. Also wir sehen, da ist so eine ambivalente Haltung in der chinesischen Presse. Da wird auf der einen Seite gesagt, ja, die Amerikaner, die attackieren uns, die handeln gegen unsere Interessen im südchinesischen Meer, die instrumentalisieren Vietnam, werden hier als Aggressor bezeichnet. Aber auf der anderen Seite sagt man, ja, wir sind einem Deal sehr, sehr nahe. Was stimmt jetzt? Das ist die große Frage. Schauen wir uns noch kurz an, was sonst noch vielleicht wichtig ist. Wir haben ja in der letzten Woche gesehen, dass die Märkte leicht gefallen sind. Das war nicht wirklich ein Abverkauf, aber es ist eben diese Rallye unterbrochen worden. Und wir sehen, dass jetzt die Bilanzsumme der Fed in der letzten Woche auch ein bisschen zurückgegangen ist. Zufall oder eben Zusammenhang steht also praktisch der Rückgang der Bilanzsumme der Fed in Zusammenhang mit dem Rückgang der Märkte. Die Fed-Bilanz ist das erste Mal seit 12 Wochen gesunken. Der S&P 500 das erste Mal seit 6 Wochen, dass er eine Verlustwoche hatte. Wie gesagt, es waren keine großen Verluste, aber es waren eben Verluste. Verluste gibt es auch hier bei Bitcoin.
kämpft mit der 7.000-Dollar-Marke, nachdem China ja gesagt hat, wir wollen praktisch Kryptohandel, zumindest Bitcoin-Handel, mehr oder weniger verbieten. Das ist natürlich ein herber Schlag für die Bitcoin-Freunde. Schauen wir uns noch diese Grafik an. Das ist der IFO-Index, meine Damen und Herren, in den letzten Monaten. Heute steht nämlich dieser an zur Veröffentlichung um 10 Uhr. Und wir sehen, man erhofft sich hier eine weitere Stabilisierung. Wir waren die letzten Zahlen 94,3, 94,6, 94,6. 94,6, also die letzte Zahl aus dem Oktober. Wir hatten ja jetzt die Einkaufsmanager-Indizes gesehen aus Deutschland und der Eurozone insgesamt. Und da zeichnet sich der Trend ab, dass die Produktion sich ein bisschen erholt, nach wie vor aber tief in der Rezession ist, während der Konsum, der vorher ja die ganze Geschichte wirklich nach vorne getragen hat, noch jetzt anfängt zu schwächeln, dass wir da deutliche nachlassen. Die IFO-Zahlen werden also heute zu beachten sein. Ansonsten ist es datentechnisch eher ruhig. Schauen wir uns die Dinge an, die zu erwarten sind in den Charts, was wir hier sehen, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Bevor ich es vergesse, wir sehen hier den S&P bei 3.121, schon mit diesem Gap nach oben aufgemacht, eben aufgrund des Berichts, ja, China würde sozusagen die Strafen für den Diebstahl geistigen Eigentums verschärfen. Das hat man erstmal gefeiert, hat negative Nachrichten, die wie Wang Yi diese sehr herben Aussagen gegen die USA erstmal ignoriert. Und jetzt dann vor etwa einer Dreiviertelstunde, einer Stunde dieser Bericht der Global Times oder dieser Tweet der Global Times. Wir sind sehr nahe einem Deal. Mal sehen, ob es da noch den nächsten Risikoschub gibt. Wir sehen den Nasdaq mit ähnlichem Bild, ähnliches natürlich auch vom Dow Jones. Was macht aber der DAX aus der ganzen Geschichte? Der hat eben dann auch auf X-DAX-Basis, wenn man so will, hier mit einem Gap nach oben eröffnet, aktuell 3000, so schlimm ist es noch nicht mal, 13.238, wir sehen Euro-Dollar bei 1,1025, kommt wieder etwas zurück, diese Headlines in Sachen China sind positiv für den Dollar, wir sehen Gold, das jetzt wieder ein bisschen genockt wird, eben durch diese Positivschlagzeile 1458. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das nicht viel bisher aus dieser ganzen Story macht, 57,92. Also, es gibt wieder Hoffnungsmotive. Der Deal ist ganz nahe der Phase 1 Deal. Die Frage ist, was kommt dann nach dem Phase 1 Deal, wenn er denn kommt? Dieser Deal ist ja der meist angekündigte Deal der Weltgeschichte. Und normalerweise schließt man einen Deal und es ist gut, dann kann man drüber reden vielleicht. Statt eben 5000 Mal diesen Deal anzukündigen. Erst waren es die Amerikaner, jetzt sind es die Chinesen. Je öfter man diesen Deal ankündigt, umso misstrauischer sollte man werden, dass er denn wirklich kommt. Wir haben hier eben auch noch Aussagen von Edward Lawrence, die ich Ihnen zeigen wollte, wenn ich sie finde, meine Damen und Herren. Jedenfalls sagt er, nach Gesprächen mit US-Offiziellen ist es so, dass Trump durchaus bereit sein könnte, die Zölle 15. Dezember zu verschieben, wenn wir einen Deal bekommen, aber eben nicht die bestehenden Zölle zu eliminieren. Und das ist ja die Forderung Chinas. Dementsprechend sollte man skeptisch sein gegenüber diesen Headlines, der Deal ist nahe, denn wie oft haben wir das schon gehört und wo ist der Deal, meine Damen und Herren? Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, vielleicht Sie ja. Ich wünsche jetzt einen guten Start in die Woche. Bis dahin, Servus.